Blick in die Welt von morgen. Brillen mit winzigen Computern, Autos ohne Fahrer und digitale Karten, produziert vom Technologiegiganten Google, navigieren uns durch die Welt und erschließen neue Horizonte. Sicherlich eines der erfolgreichsten Produkte in der Geschichte der Menschheit. Als erfolgreichste Suchmaschine der Welt sortiert uns Google alle Informationen des Internets. Wir arbeiten jeden Tag daran, Ideen zu finden, die die Suchmaschinen noch besser machen. Google manipuliert die Suchergebnisse im eigenen Interesse. Wie neutral sortiert der Konzern seine Suchergebnisse wirklich? Und wie viele persönliche Daten sammelt er, ohne dass wir Nutzer das wissen? Es gibt ja schon eine ganze Menge über dich preis. Das finde ich eigentlich ehrlich gesagt ziemlich erschreckend. Googles Suchmaschine beherrscht nicht nur das deutsche Internet und dringt in immer mehr Lebensbereiche ein. Ist Google zu einer unkontrollierbaren Macht geworden? Google besitzt eine Form von Macht, wie sie noch nicht mal extremste Formen von Staatsmacht je hatten. Kaum ein Unternehmen hat unser Leben in den letzten Jahren so geprägt und verändert wie die amerikanische Technologiefirma. Für viele ist das Internet und damit auch Google zum selbstverständlichen Teil ihres Alltags geworden, wie das Auto oder das mobile Telefon. Internet insgesamt ist ja ein ganz großes Kommunikationsmedium. Also die ganzen E-Mails, die ich am Tag schreibe, das sind ja nicht so wenige, das läuft ja auch alles übers Internet. Die Lehrerin aus Hamburg benutzt Googles E-Mail-Dienst Gmail, wie auch 500 Millionen Menschen weltweit. Auch für ihre Schulklasse ist Google längst das Eintrittstor in die digitale Welt. Über Google betreten viele das weltweite Netz. Ich verbringe viel Zeit im Internet. Ich verbringe 5 Stunden am Tag im Internet. Also ich verbringe bestimmt schon 8 Stunden am Tag im Internet. Weil das Internet einen immer größeren Teil unseres Lebens einnimmt, entscheidet Google immer mehr, was wir finden und wo wir uns informieren. Also ich würde schon sagen, dass Google gut ist, weil das hilft einem auch in manchen Situationen echt viel. Wenn ich mal irgendwie Hilfe brauche in dem Sinne und kein anderer die Lösung weiß, frage ich Google. Also die Kinder sind es einfach gewohnt. Also und wenn man ihnen dann die Möglichkeit gibt, für ein Thema zu recherchieren und vielleicht auch im Unterricht, dann greifen sie schon sehr schnell darauf zurück, einfach als Orientierungshilfe. Von da ist das, es hat schon Platz auch im Alltag Schule gefunden, klar. Der Hauptsitz des Weltkonzerns Google im kalifornischen Silicon Valley. Mit über 50.000 Mitarbeitern und fast 400 Milliarden Dollar Börsenwert ist Google eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. Die Firma, die fast alles über das Leben seiner Nutzer weiß, ist selber nach außen sehr verschlossen. Wir bekommen Einblicke in die sagenumwobene Google-Welt in den USA und im Entwicklungszentrum Zürich. In Europa laufen über 90% aller Suchanfragen im Internet über Google. Als Leitschnur hat sich Google moralische Grundsätze verordnet und verkündet, dass die Firmenprinzipien Offenheit, Transparenz und der Glaube an die gemeinsame Mission sind. Google hat schon seit Anbeginn an interne Richtlinien sozusagen für die Googler, für die Mitarbeiter aufgestellt. Dazu gehört das allseits bekannte Don't be evil, also tue nichts Böses. Wenn ich ein Produkt entwickelt habe, dann muss es etwas sein, was niemanden übervorteilt. Doch immer mehr Kritiker zweifeln, ob Googles Verhalten wirklich so moralisch einwandfrei ist. Immer mehr Bürger und Unternehmer fühlen sich von Google geschädigt. Einige haben sogar die EU-Wettbewerbshüter um Hilfe gebeten. Ich habe Angst vor Google, weil Google mittlerweile immer mehr Bereiche des Internets dominiert und die Verbraucher das nicht mal bemerken, sondern sehr naiv mit diesen neuen Techniken umgeht. Google selber hat ja das inoffizielle Firmenmotto Don't be evil, sei nicht böse, was sehr verwunderlich ist, denn in vielen Bereichen tun sie das Gegenteil davon, sie verhalten sich eben böse. Auch einer der erfahrensten amerikanischen Rechtsanwälte in Sachen Internet sieht in Google eine Gefahr. Vor einigen Jahren klagte er in den USA erfolgreich gegen den Internetgiganten Microsoft, weil der Konzern seine marktbeherrschende Stellung missbrauchte.
Der Technologiesektor wurde schon immer von einer Firma dominiert. Heute ist Google diese dominierende Firma. Aber die Google-Manager haben Obamas Wahlkampf sehr unterstützt und sie sind auch sehr eng mit der US-Regierung verbunden. Und auch mit dem amerikanischen Präsidenten persönlich. In Europa wächst die Front gegen Google. Der Manager eines Online-Kartendienstes sieht sein Lebenswerk durch den Internetriesen zerstört und hat einen zähen Kampf gegen den Weltkonzern begonnen. David gegen Goliath kann man das nennen. Aber wir sind sehr, sehr viele Davids. Und wenn man an die Geschichte von Lilliput denkt, haben die ganzen kleinen Leute es dann doch geschafft, den Riesen zumindest mal zu Fall zu bringen. Michael Weber hat bei der EU in Brüssel eine Beschwerde gegen Google eingereicht. Zusammen mit einer Allianz von verschiedenen Firmen, darunter auch der Google-Konkurrent Microsoft. Google droht jetzt eine milliardenschwere Strafe. EU-Kommissar Joachim Almunia eröffnete 2010 ein Verfahren. Wir haben bei der bisherigen Verhandlung mit Google schon mehr Zugeständnisse erreicht als die amerikanische Wettbewerbsbehörde. Unsere europäischen Wettbewerbsgesetze müssen durchgesetzt werden. Egal, woher diese Firmen kommen oder was ihr Geschäft ist. Schon mehrmals hat EU-Kommissar Almunia wegen unfairer Geschäftspraktiken Geldbußen in dreistelliger Millionenhöhe verhängt, auch gegen US-Konzerne. Ich sage zu Google nicht bitte, bitte. Ich sage, ändern Sie sich oder ich fälle eine Entscheidung. Sie kennen meine gesetzliche Entscheidungsmacht. Missbraucht Google seine Macht? 4 Milliarden Suchanfragen pro Tag muss Google weltweit bewältigen, fast 50.000 pro Sekunde. Und alle Anfragen sind kostenlos, ein Prinzip, mit dem Google die Welt eroberte. Der Internetmonopolist sortiert uns die Welt, sucht für uns und findet. Nutzt das Internet natürlich, auch aus Recherchegründen. Das kann gut sein, dass mir irgendwelche Begrifflichkeiten unklar erscheinen, dass ich die dann tatsächlich auch google. Die Lehrerin benutzt nicht nur Googles Suchmaschine, sondern auch viele der anderen kostenlosen Online-Dienste des Konzerns. Suchdienste für Nachrichten und Bücher, Fotos und Videos, sowie für Finanz-, Reise-, Flug- und Hotelinformationen. Und wie immer ist bei Google alles gratis. Auch die besonders erfolgreichen Dienste Google Earth, Google Maps und Google Street View. Straßenansichten gedreht mit 360-Grad-Kameras. Keine guten Erfahrungen mit Googles Kartendiensten hat Michael Weber gemacht. Seine Firma betreibt eine Webseite mit Stadt- und Landkarten. Seitdem Googles Suchmaschine auf den Ergebnisseiten den eigenen Google-Kartendienst aufzeigt, hat er den Großteil seiner früheren Besucher verloren. Einer der Hauptgründe war, dass Google Maps und andere Produkte immer ganz oben und großbildlich dargestellt auf den Suchergebnisseiten erscheinen. Die Karteneinblendungen von denen waren anfangs, als wir uns beschwert haben, so groß wie eine Briefmarke auf dem Bildschirm. Jetzt sind die fast wie eine Postkarte so groß. Da bleibt wirklich gar nichts mehr für die Konkurrenten. Weber fährt zu einer Internetkonferenz im Hamburger Hafen. Seit Jahren kämpft er gegen die schlechte Platzierung seiner Firma auf Googles Suchergebnisseite. Viele Kollegen, die Maps und Kartografie im Internet machen, aus Frankreich, England, USA, sagen, wie ich auch, Google Map hat sie systematisch kaputt gemacht. Zum einen wurden die Besucherströme abgeschnitten und zum anderen wurden die Preise ruiniert in Richtung Null. Webers Firma hat seitdem große Verluste bei Lizenzeinnahmen und kämpft gegen den Untergang. Viele andere haben gesagt, wir sehen es genauso, aber wir können uns das nicht erlauben, irgendwie bei Google auf die schwarze Liste zu kommen und wir wünschen ihnen viel Glück dabei. Am Anfang wurden wir dann von Behörden, Gerichten, Medien entweder nicht beachtet oder wie arme Irre angeguckt, weil unsere Kartellbeschwerde eine der allerersten war. Für mich macht das großen Sinn, den Monopolisten anzugreifen. Ich bin jemand, der sich nicht leicht entmutigen lässt und der immer weiter macht. Und ich treffe heute amerikanische Internet-Experten, die sich mit Suchmaschinen extrem gut auskennen. Bei dem Kongress über Internetmarketing trifft Weber Rand Fishkin, einen der Stars der internationalen Webszene. Auch der Amerikaner sieht Googles Entwicklung kritisch.
Ursprünglich bestand Googles Mission aus einer wunderbaren Idee. Die Informationen der Welt sollten allen zugänglich gemacht werden, verbunden mit schönen Werten wie: Wir sind nicht böse, sondern offen und transparent. Aber das hat sich geändert. Auf eine interessante, aber auch traurige Art und Weise. Mountain View südlich von San Francisco. Hier im Silicon Valley begann Googles Aufstieg. Und hier ist auch der gemeinsame Geburtsort der erfolgreichsten IT-Firmen der letzten Jahrzehnte. Wir hier halten das Silicon Valley für keinen Ort, sondern für eine Geisteshaltung. Die Leute kommen hierher, weil sie wissen, dass man von hier aus wirklich die Welt verändern kann. Keimzelle des Silicon Valley ist die Universität Stanford. 40.000 Firmen gingen aus ihr hervor, die 5,4 Millionen Arbeitsplätze schufen. Sehr zum Stolz von Stanford-Professor William Miller. Das liegt an diesem rastlosen Pioniergeist. Immer will man hier was Neues machen. Man ist permanent auf dem Sprung, um die Welt zu verbessern. All die Firmen, die aus unserer Universität hervorgegangen sind, machen einen Umsatz von $2,7 Billionen. Das entspricht der Hälfte der Wirtschaftsleistung von China. Stanford University-Absolvent Gary Rebeck hat den Aufstieg von Google von Anfang an beobachtet. Google ist eine typische Firma der Universität Stanford, gegründet nämlich von den beiden Stanford-Studenten Sergey Brin und Larry Page. Sergey Brin und Larry Page erfinden das bis heute gut gehütete Erfolgsgeheimnis von Google. 1996 entwickeln sie für ihre Doktorarbeit den Algorithmus, die mathematische Formel, nach der heute so viele Suchanfragen beantwortet werden. Der Algorithmus von Google, diese mathematische Formel, besteht für die Google-Suche aus rund 200 Faktoren. Wir nennen es intern Signale, die uns erkennen lassen, wie relevant ein bestimmtes Suchergebnis für den Nutzer ist, der gerade in dieser Sekunde eine Sucheingabe macht. Die Bedeutung einer Webseite steigt, je mehr andere Seiten auf sie verweisen. Den ersten Platz erhält, wer die meisten Verweise von anderen Internetseiten hat. Was auch Sergey Brin in einem seiner wenigen Interviews erklärte. Wir fanden heraus, dass man wiederkehrende Muster im weltweiten Netz nutzen konnte, um eine bessere Suchmaschine zu bauen. Die beiden Studenten hatten diese Algorithmusformel entwickelt und wollten sie über unsere Universität verkaufen. Aber keiner wollte sie. Deshalb haben wir gesagt, vielleicht solltet ihr selbst eine Firma gründen. Und einer unserer Studenten, Andy Bechtelsheim, der Gründer von Sun Microsystems, hat den beiden dann gleich einen Scheck über $100.000 ausgestellt, obwohl die Firma ja noch gar nicht existierte. Zur damaligen Zeit hatten wir aber noch keine Firma und deshalb konnten wir den Scheck auch nicht einlösen. Es fehlten noch die Dokumente und all das. Schließlich aber gründeten wir die Firma und bezogen unser erstes Büro und arbeiteten in einer Garage. Larry Page und Sergey Brin ziehen im Februar 1999 aus ihrer Garage in ein Büro in Palo Alto. Und aus den anfänglichen 8 Angestellten werden schnell mehr als 50. Brin und Page waren damals aber noch keine Manager. Deshalb holten sie den erfahrenen Manager Eric Schmidt und sie lernten von ihm. Der neue Chef Eric Schmidt trimmt Google auf Gewinn und bringt die Firma 2004 an die Börse. So macht er sich und die beiden Gründer zu Multimilliardären. Die Vision zweier Stanford-Studenten wurde Realität. Über das Internet wird eine unzählige Menge an Informationen blitzschnell organisiert und verfügbar gemacht. Der Firmenname Google spiegelt dieses Ziel wider. Ein Wortspiel aus Gogol, dem mathematischen Fachbegriff für eine 1, gefolgt von 100 Nullen. Google verbreitet den Eindruck einer neutralen und objektiven Suchinstanz. Deshalb vertrauen wir Google auch, wenn es darum geht, was wir in welcher Reihenfolge finden und bei wem wir einkaufen. Zwei Schülerinnen von Melanie Bischoff-Wichmann suchen ein Party-Outfit. Und so schön hoch, ne?
Wir haben gerade im Internet nach Schuhen geguckt, da wir auf dem Geburtstag eingeladen sind und die meisten einfach High Heels tragen. Und dann sind wir halt nach den Kriterien gegangen, ob die Bilder schön aussehen oder nicht. Wir haben gar nicht geguckt, da wo das Schriftliche stand. Ich kann keine Werbung unterscheiden, weil es heutzutage einfach so gut gemacht ist, dass man es gar nicht mehr unterscheiden kann, ob es wirklich Werbung ist oder nicht. Ich glaube, ich gehe dem selber teilweise noch auf den Leim. So. Also es versteckt sich ganz oft ja noch Werbung irgendwie an Stellen, wo man denkt, ah, nee, das ist eine ganz klare Information. Google hat seine ursprünglich neutrale Suchfunktion längst aufgegeben. Durch das sogenannte AdWords-System kommt nun Werbung gezielt zum Verbraucher. Mit Google AdWords erreichen Sie genau die Menschen, die nach Ihren Produkten suchen. Ihre Textanzeigen werden direkt oberhalb bzw. neben den Suchergebnissen von Google geschaltet, abgestimmt auf die Suchanfragen des Kunden. Das geschieht mit Keywords, die Sie selbst bestimmen. Sucht nun jemand nach einem dieser Begriffe, zeigt Google AdWords passende Textanzeigen für dieses Keyword an. Außerdem gilt immer, nur wenn ein Kunde auf Ihre Anzeige klickt und so auf Ihre Webseite gelangt, müssen Sie bezahlen. Die Werbung kommt nicht mehr wie bisher in Zeitungen und Fernsehen zum Verbraucher, sondern der Verbraucher zur Werbung. Bei der Online-Konferenz in Hamburg sind viele Marketing-Spezialisten davon begeistert. Nicht aber Harvard-Professor Ben Edelman. Der international angesehene Internet-Experte kritisiert Google dafür, dass die Suchmaschine sich verändert habe und immer mehr am eigenen Gewinn interessiert sei. Bei Google gibt es eine große Veränderung in den letzten Jahren. Die Zahl der Werbeanzeigen. Das ist wahrscheinlich ein Paradies für Marketingleute. Google stellt ja immer mehr Platz für Werbung zur Verfügung. Aber als Verbraucher sieht man das anders. Das Google von damals, das wir liebten, und das Google von heute sind nicht mehr die gleichen. Michael Weber möchte Ben Edelman für seinen Kampf gegen Google als Gutachter gewinnen. Denn der Amerikaner kennt die raffinierten Tricks, die Google zur mächtigsten Werbeplattform der Welt gemacht haben. Jedes Mal, wenn du was über Google kaufst, bezahlst du den Betrag mit, den der Verkäufer für die Anzeige an Google zahlen musste. Und wenn Google die Anzeigenpreise erhöht, bezahlst du das auch. Es ist nicht kostenlos, die Kosten sind nur versteckt. Seltsam. Das Geschäftsmodell, mit dem Google letztes Jahr über 90% seines Gewinns machte, lehnten die Gründer lange Zeit als inakzeptablen Sündenfall ab. Larry Page schrieb in einer Veröffentlichung zu seiner Doktorarbeit, dass eine Suchmaschine niemals Werbung auf seiner Ergebnisseite haben dürfe. Denn das würde die Stärke und Glaubwürdigkeit ihrer Suchergebnisse zerstören. Diese Ablehnung von Werbung betonte Gründer Sergey Brin auch noch Jahre später in einem Interview. Manche Suchmaschinen vermischen heute bezahlte Suchergebnisse mit normalen, ohne sie aber als bezahlt zu kennzeichnen. Der User weiß also nicht, dass ein Resultat nur da ist, weil dafür bezahlt wurde. Das halte ich für falsch. Diese Ansicht hielt sich bei Google einige Jahre, aber das war natürlich bevor die Gründer Milliardäre wurden. Als sie nämlich erkannten, wie viel Geld man mit Werbung machen kann, da änderten sie offensichtlich ihre früheren Ansichten. Google sammelt alle personenbezogenen Informationen, die es erhalten kann, um noch detaillierter Werbung zu schalten. Auf jeden einzelnen von uns passgenau zugeschnitten. Wenn jemand weiß, was wir alles gesucht haben, dann kann er mit diesem Wissen sehr gute Werbung machen. Wenn aber nur Google das weiß, dann kontrolliert nur Google diesen Werbemarkt. Google ist längst viel mehr als eine Suchmaschine. Google ist ein Werbekonzern geworden, mit einem Gewinn von über 10 Milliarden Dollar pro Jahr. Frederik Pferd, der deutsche Leiter der Entwicklungsprogramme, soll jetzt dafür sorgen, dass mit diesem Geld neue Erfolgsprodukte geschaffen werden. Für mich ist Google ein Ort, wo sehr, sehr viele Ideen entstehen, viele Ideen ausgetauscht werden, wo man aber auch Vertrauen gegenseitig zeigt. Das ist für mich zentral auch für Google, dass man eine sehr optimistische Umgebung im Endeffekt hier hat und Möglichkeiten erstmal sieht. Die bunte, kreative Google-Welt gibt es auch am Entwicklungsstandpunkt Zürich. Rund 1.300 Angestellte aus 75 Ländern sind hier für Google tätig.
So, guten Morgen, voller Energie. Dann zeige ich hier unseren Dschungel. Also wir haben hier einen Raum gebaut für unsere Mitarbeiter, wo sie sich entspannen können. Ich kann dann eben beispielsweise hier mich hinlegen kurz. Und das ist die Idee des ganzen Büros, dass wir einfach Orte schaffen, wo die Leute hingehen können, wo sie sich entspannen können und auch einfach auf andere Gedanken kommen. Inspirierende Umgebung für kreative Arbeit. Die Firma weiß, wie sie ihre Mitarbeiter in der Google-Welt bei Laune hält. So, hier sind wir bei unseren Gondeln. Das ist nicht irgendwie ein Skigebiet, sondern die kommen aus einem Skigebiet. Wir haben die gekauft, die waren mal in Betrieb hier in der Schweiz und haben Meetingräume daraus gebaut. Ja. Googles Stil ist verlockend. Weltweit bewerben sich pro Jahr 1,5 Millionen Mitarbeiter. Wir wollen auch wirklich die besten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in ihrem jeweiligen Gebiet erreichen und tun auch sehr, sehr viel dafür, hier auch die richtige Auswahl zu treffen. Wenn man für Google arbeitet, dann ist das sehr speziell. Speziell im sehr positiven Sinne. Es ist eine sehr offene Kultur. Man nennt das auch Googliness intern. Googliness heißt, die Leute sind smart, gehen miteinander sehr stringent um, sind sehr geradeaus. Es macht richtig Spaß, in diesen Gruppen zu arbeiten und es ist wenig hierarchisch. Google versucht für seine Mitarbeiter herzustellen einen Arbeitsplatz, wo man sich einfach wohlfühlt. Wenn man sich wohlfühlt, leistet man einfach gute Arbeit. Was die Googler alle eint, ist sicherlich ein Streben danach, tatsächlich etwas zu verändern. Und dass man auch wirklich sich selber mit in einbringen kann, auch in große weltweite Projekte. Google Maps erfüllt beispielhaft das Firmenziel. Technologische Erfindungen, die das Leben erleichtern und Daten sammeln. Also Google Maps ist ein riesiger Erfolg. Es benutzen im Moment pro Monat 1 Milliarde Menschen auf der Welt. Das heißt, wirklich sicherlich eines der erfolgreichsten Produkte in der Geschichte der Menschheit. Je mehr Nutzer aber zu Google Maps kommen, desto mehr personenbezogene Daten kann Google nutzen. Auch bei mobilen Telefonen hat der Konzern eine Vormachtstellung. Googles Android ist mit 80% Marktanteil zum dominierenden Betriebssystem für Smartphones geworden. Allein in diesem Jahr erwartet man den Verkauf von 1 Milliarde Handys und Tablets mit diesem System. Auch das gehört zur Google-Welt. Fans vom Online-Videoportal YouTube in Köln. Die Videosuchmaschine ist inzwischen Teil des Google-Imperiums. YouTube ist die größte Video-Community, die es gibt auf diesem Erdball. Also insofern ist das natürlich auch ein Produkt, was sehr, sehr erfolgreich unter dem Dach von Google agiert. Einmal pro Jahr trifft sich die Fangemeinde des Google-Unternehmens, um ihre Videohelden live zu sehen. Auftritt von YouTube-Stars bei den Video Days in Köln. Kannst du hier unter? Es ist ja schon organisch gewachsen, in dem Sinne, dass ursprünglich YouTube so eine Plattform sein sollte, wo man seine Videos hochlädt und dann schickt man die Verwandten die Urlaubsvideos und dass dann quasi so etwas daraus wird, dass Leute anfangen, da so regelmäßige Shows zu machen und das hat sich ja im Prinzip erst entwickelt. Da sind die Nutzer ja selber drauf gekommen und jetzt ist es ein neues Medium geworden. Mein Name ist Dr. Allwissend und heute geht es um das Thema Killerspiele. Ab jetzt machen wir nur noch Videos, wenn wir Bock haben. Es geht um Ernährung, Gesundheit, Schönheitsideal, Abnehmen, Sport und so weiter und so fort. Habe ich Selfie gemacht. Und du bist auch mit drauf. Wie Google finanziert sich auch YouTube? Über Werbung. 2013 sammelte das Online-Portal Werbegelder von ca. 5 Milliarden Dollar ein. YouTube benutzen jeden Monat über 1 Milliarde Menschen. Aber auf diesem Planeten gibt es nur 2 Milliarden Menschen, die das Internet benutzen. Und YouTube gibt es nicht in China. Das bedeutet also, fast die ganze Internetwelt kommt zu YouTube. All of the online world comes to YouTube. Dass immer mehr Zuschauer und Werbetreibende vom Fernsehen zum Internet wechseln würden, darauf setzte Google schon 2006 und kaufte YouTube für 1,6 Milliarden Dollar. Für eine junge Zielgruppe entstand so eine weltweite Videoplattform, eine ernstzunehmende Konkurrenz fürs Fernsehen.
Auf YouTube werden pro Minute 100 Stunden Videomaterial hochgeladen. Das bedeutet, dass schon nach 2 Wochen mehr Videos auf YouTube zu sehen sind, als Deutschlands Film- und Fernsehproduktionen jemals hergestellt haben. Wir sind die wichtigste Videoplattform der Welt. Und auch die Werbung ist enorm an uns interessiert, da ja auch unsere Zuschauerzahlen ungeheuer steigen. Das ist alles außerordentlich erfreulich. Aus der Suchmaschinenfirma Google ist eines der mächtigsten Unternehmen der Welt geworden. Und Google will weiterhin wachsen. Frederik Pferd soll deshalb den kreativen Geist des Silicon Valley auch in der Riesenfirma wachhalten, um mit immer neuen Produkten möglichen Konkurrenten keine Chance zu geben. In einer nachgebauten Gründergarage unterstützt er die Entwicklungsteams bei ihren Zukunftsvisionen. Es geht Google darum, immer mehr Lebensbereiche zu umfassen. Ein Wettrüsten für die Welt von morgen. Viele unserer Projekte scheinen losgekoppelt von der Suchmaschine zu sein, im ersten Blick. Aber wenn man sich unsere Mission anguckt und unser Ziel, dass wir die Information der Welt organisieren und jedem zu jeder Zeit zugänglich und nutzbar machen wollen, dann sieht man schon wieder, dass viele Projekte doch wieder unter dieses Ziel auch fallen. Google Glass soll schon bald in den Handel kommen. Die umstrittene Wunderbrille kann Informationen aus dem Internet über dem Auge einspielen und Videos und Fotos aufnehmen. Mit dem Erwerb der Firma Nest für 3,2 Milliarden Dollar stellt der Konzern jetzt auch lernfähige Thermostate her, die alle Daten im Haus sammeln. Die Welt der Gegenstände wird so immer mehr Teil des Internets. Wir wollen eben schauen, was könnte sich langfristig auszahlen? Wo sehen wir Möglichkeiten, wo wir jetzt noch nicht wissen, ob es funktioniert oder nicht funktioniert, aber wo wir ein Gefühl haben, dass das relevant sein könnte in der Zukunft, da müssen wir im Endeffekt auch investieren. Googles selbstfahrende Autos, die heute schon Testfahrten machen, sollen künftig tödliche Unfälle vermeiden und die Autoindustrie revolutionieren. Das Ziel ist, die perfekte digitale Vernetzung aller Dinge zu einem umfassenden Google-Betriebssystem des Lebens. Google steigt jetzt nicht in den Automobilmarkt ein, um ein besseres Auto zu produzieren. Google macht das, um zu wissen, wohin du jeden Tag in deinem Leben reist und um das mit dem zu verknüpfen, was Google von dir schon aus dem Internet weiß. Google hat auch gerade die Firma Nest gekauft, die das Heizungs- und Elektrosystem in deiner Wohnung kontrolliert. Google kann so all diese Daten kombinieren, um ein komplettes Bild zu kreieren von jeder Person auf der Welt. Schon heute weiß Google mehr über seine Nutzer, als die meisten vermuten. Melanie Bischoff-Wichmann benutzt in ihrem Handy oft Googles Navigationssystem, um Adressen schneller zu finden. Sofort protokolliert Google Ort, Datum und Uhrzeit der Anfrage. Die Firma hat rund um ihre Suchmaschine ein dichtes Netz von zusätzlichen Webdiensten geflochten, die ein Verlassen des Google-Universums kaum noch möglich machen. Googles Funktionsleiste speichert jede Internetseite, die du aufrufst. Googles Anzeigen verfolgen, was du anklickst, welche Videos du schaust, welche Kommentare du verschickst, was du in deinen E-Mails schreibst, welche Nachrichten du erhältst. Selbst wenn du kein Gmail-Kunde bist, aber eine E-Mail an jemanden schickst, der Google benutzt, wird deine E-Mail analysiert. Auf Googles sogenanntem Dashboard kann jeder Nutzer einsehen, welche Daten die Firma von ihm gesammelt hat. Denn die Daten all seiner Dienste führt Google zusammen und erhält so ein sehr detailliertes Profil der Person. Ich muss gestehen, dass es mich tatsächlich überrascht. Also du machst dir die ganze Zeit ja eigentlich gar nicht so die Gedanken darüber, dass das irgendwo gesammelt werden könnte. So. Und vor allem war ich mir bis dato wirklich auch nicht darüber im Klaren, wie viel da miteinander verknüpft ist. Hier siehst du alles. Also je nachdem, was du alles sozusagen in Anspruch nimmst, kannst du hier sehen, wie du deine Zeit verbringst. Also du kannst sehen, wie viel Zeit du bei der Arbeit bist. Du kannst sehen, wie viel Zeit du zu Hause bist, wie viel Zeit du unterwegs bist, wo du dich überall aufhältst. Du kannst die Flüge einsehen, welche du genutzt hast, wo du hingereist bist, wann du gereist bist, wo du überall warst, in welchen Ländern. Also das gibt ja schon eine ganze Menge über dich preis. Das finde ich eigentlich ehrlich gesagt ziemlich erschreckend. Wenn wir Google-Dienste nutzen, dann wird das in einer Art Dashboard versehen, also so ein Pseudo-Transparenz-Tool, wo wir nachschauen können,
ja, was für Daten dort gespeichert sind. Man kann davon ausgehen, dass es nur ein Teil der Daten sind. Aber es gaukelt erstmal eine gewisse Transparenz vor. Der Internet-Experte und Netzaktivist Markus Beckedahl kennt die Tricks der Internetfirmen und betreibt mit Vorträgen, Seminaren und Blogs Aufklärung im scheinbar aufgeklärten digitalen Zeitalter. Er weiß, wer sich für Google-Dienste anmeldet, liest sich die Nutzungsbedingungen meistens nicht durch, bevor er ihnen zustimmt. Und Googles Dashboard zeige auch nicht alle Daten, die gesammelt werden. Was wir dort aber nicht sehen, was viel relevanter ist, ist das, wie wir uns im Netz bewegen. Also auf welchen Seiten waren wir zu welchem Zeitpunkt, wo haben wir draufgeklickt, wo waren wir danach, was haben wir möglicherweise gekauft. Diese Informationen, ja, die werden irgendwo gespeichert, wir sehen es nicht. Nun, jeder kann und muss selber für sich entscheiden, welche Angebote er von einem Anbieter nutzt und welche er vielleicht bei einem anderen Anwender nutzt. Da ist der Nutzer total frei in seiner Entscheidung und das finden wir auch wir natürlich nur begrüßenswert. Sind wir selbst schuld, wenn wir Googles Dienste nutzen? Wie sicher sind unsere Daten überhaupt bei Google? Seit den Enthüllungen des ehemaligen US-Geheimdienstlers Edward Snowden wissen wir, dass die Datenleitungen der großen US-Internetfirmen von westlichen Geheimdiensten angezapft wurden. Auch wenn das beendet worden sein soll, es gibt weitere Möglichkeiten. Wie wir durch die Snowden-Enthüllung festgestellt haben, gibt es in den USA Geheimgesetze und Geheimgerichte, die diese Unternehmen zwingen, mit den Sicherheitsbehörden, mit den Geheimdiensten zusammenzuarbeiten, wie auch immer diese Zusammenarbeit aussieht. Wenn wir Daten herausgeben müssen an öffentlichen Stellen, dann basiert das nur auf Gerichtsbeschlüssen, denen wir Folge leisten müssen. Unsere Daten sind so lange gut gesichert bei Google, bis sich die Geheimdienste für uns interessieren. Wie weit geht die Symbiose von Google und Geheimdiensten? Wie weit reicht die Überwachung? Googles Daten liegen bereit für zukünftige Zugriffe. Wollen wir ein komplett erfasstes, gespeichertes und verfügbares Leben? Letztendlich würde ich zwar mal behaupten, ich habe irgendwie mir nichts vorzuwerfen, aber ich möchte schon ganz gerne selber darüber bestimmen. Und diese nicht mehr Selbstbestimmungsmöglichkeit, das gefällt mir gar nicht. Nie zuvor verfügte ein Staat, geschweige ein Unternehmen, über derart viele Informationen. Google weiß, wie wir leben. Und kann so auch die profitabelsten Geschäftsfelder des Internets besetzen. IT-Professor Dirk Lewandowskis Forschungsgebiet ist die Qualität von Suchmaschinen. Das sogenannte Eye-Tracking-Verfahren markiert, wohin alle Nutzer auf einer Suchergebnisseite am häufigsten schauen, mit roter Farbe. Dabei wird ganz deutlich, alle schauen fast nur auf den oberen Teil der Seite. Das zeigt uns insgesamt, dass es extrem wichtig ist, bei den Suchmaschinen auf einer vorderen Position zu sein. Das, was weit unten steht, wird eigentlich kaum mehr wahrgenommen. Auf den entscheidenden ersten Plätzen der Suchmaschine hat Google 2013 einen eigenen profitablen Dienst eingeführt. Google Shopping ist eine Produktsuche, bei dem die Verkäufer die Suchtreffer bezahlen müssen. Es gibt sehr viele Produktsuchmaschinen beispielsweise oder lokale Suchdienste und die werden alle nicht eingebunden bzw. kommen dann irgendwo weit unten in der Trefferliste, während die Google-eigenen Dienste ganz oben prominent und auch in einer sehr ansprechenden grafischen Darstellung erscheinen. In Berlin trifft Googles Verhalten auf erbitterten Widerstand. Robert Meyer, der Gründer eines Internet-Shopping-Portals in 16 Ländern, ist sich sicher, dass Google seine angeblich neutrale Suchmaschine benutzt, um Konkurrenten von Google Shopping auszutricksen. Der Unternehmer hat immer wieder erfahren, wie seine Shopping-Portale unter den Methoden des Monopolisten leiden. Die Internetseiten seiner Firma waren bei der Google-Suche plötzlich kaum noch zu finden. Die Kurve der Aufrufe seines Online-Dienstes brach daraufhin dramatisch ein. Die Existenz des Unternehmens kann so in Gefahr geraten. Der Grund? Google hatte plötzlich die Kriterien der Suche, den Algorithmus, geändert. Wir selber haben die Auswirkungen der Algorithmusänderung schon mehrfach und in diversen Ländern zu spüren bekommen. Über Nacht kommt auf einmal eine Algorithmusänderung. Es geht signifikant in den Keller, ca. 75%. Dort halten wir uns dann mehrere Monate auf, dann geht es wieder ein bisschen hoch. Robert Meyer hat den Eindruck, dass Google seine Suchmaschine benutzt, um eigene Tochterfirmen in den Markt zu drücken. Sei es beim Shopping, bei Reisen oder den Kartendiensten. Google muss sich vor niemandem dafür rechtfertigen, in welcher Weise sie die Algorithmen ändern. Und das ist natürlich für uns problematisch.
Denn wenn sie uns nicht sagen, was wir aus ihrer Sicht falsch machen, also warum wir auf einmal nicht mehr zu finden sind bei den Suchergebnissen, dann ist es auch schwierig für uns, Maßnahmen zu ergreifen. Google kann also seine Suchmaschine dazu nutzen, eigene Dienste vor alle Konkurrenten zu platzieren, ohne dass wir Kunden das erkennen können. Wenn jemand zum Beispiel nach Schuhe online kaufen sucht, stehen wir irgendwo weiter unten und oben steht Google Shopping. Google fährt in dem Bereich meiner Ansicht nach eine Doppelstrategie. Sie manipulieren die Suchergebnisse nicht nur zu unserem Nachteil, sondern schieben ihre eigenen Dienste eben gleichzeitig nach ganz oben, sodass man kaum noch eine Chance hat, wirklich Besucher zu bekommen. Deshalb hat sich Robert Meyer an die EU in Brüssel gewandt. Gemeinsam mit Verbraucherverbänden, Zeitschriftenverlegern, Fotoagenturen und Internetfirmen hat er die EU-Kommission um Hilfe gebeten. Die Google-Gegner haben sich zu einer Lobbygruppe zusammengeschlossen, zu der auch Michael Weber gehört. Gemeinsam kämpft man dafür, dass die EU-Wettbewerbshüter Google Einhalt gebieten. Ich bin im Moment fast mehr in Belgien als in Deutschland. Fast jeden Monat habe ich Termine in Brüssel. Und eigentlich je länger das geht, desto mehr Verbündete haben wir, von der Ein-Mann-Firma bis zum Riesenkonzern. Wir reden sowohl mit Parlamentariern im Europäischen Parlament als auch mit Mitarbeitern in der Europäischen Kommission. Heute trifft sich Michael Weber mit einer isländischen Europaabgeordneten. Auch im EU-Parlament gibt es Überlegungen, gegen Googles Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung anzugehen. Vor einigen Monaten gab es plötzlich Aufregung. Michael Weber ruft in Berlin den Rechtsanwalt der Beschwerdeführer Thomas Höppner an. EU-Kommissar Almunia soll mit Google einen zweifelhaften Deal ausgehandelt haben. Es wäre ein leichtes für die Kommission, hier einen Sattel festzulegen. Was soll man tun? In Brüssel intervenieren und versuchen, die Entscheidung der EU-Kommission noch zu beeinflussen? Die Gemeinsamkeit ist, dass alle Beschwerdeführer ein Problem damit haben, wie Google Suchergebnisse darstellt, weil sie das Gefühl haben, sie werden dabei benachteiligt. Das Problem liegt darin, dass selbst die relevantesten Wettbewerber von Google nicht die Chance haben, gleichwertig angezeigt zu werden und damit gefunden zu werden, wie es Googles eigene Dienste haben. Um keine Milliardenstrafe an die EU-Kommission zahlen zu müssen, macht Google kleine Zugeständnisse. Der Monopolist erklärt sich bereit, eigene Dienste, wie zum Beispiel Google Shopping, klarer zu kennzeichnen. Und jeweils drei Online-Konkurrenten sollen die Möglichkeit erhalten, sich in einen dieser Plätze einzukaufen. Ein Trick? Googles Vorschlag kann nicht funktionieren, weil er darauf hinausläuft, allen Wettbewerbern zusammen drei Ergebnisse anzubieten, während Google für sich fünf reserviert. Darin zeigt sich, dass Googles Vorschläge nicht die Lösung des Problems sind, sondern das Problem sogar noch verschärfen würden. Sie würden den Marktanteil, den Googles eigene Dienste gewinnen können, noch erhöhen und eigentlich in jedem Bereich, in dem diese Lösung umgesetzt würde, Google dazu verhelfen, marktbeherrschend zu werden. In Brüssel treffen sich die drei Beschwerdeführer, um noch einmal gemeinsam für ihre Sache zu werben. Die Google-Gegner haben sich zur Lobbygruppe eComp zusammengeschlossen, zu der neben 70 Firmen auch der Google-Rivale Microsoft gehört. Der Kampf um die Milliardengewinne im Internet ist auch eine Lobby-Schlacht geworden, in der Google, wie auch die Google-Gegner, zweistellige Millionenbeträge einsetzen, um mit Geld und Argumenten ihre Interessen durchzusetzen. Ein Grundrecht der Verbraucher ist das Recht auf Auswahl. Und wenn es nur noch einen großen Anbieter gibt, nämlich Google, dann wird es in Zukunft nicht mehr so gut aussehen im Onlinehandel. Die Geschichte hat gezeigt, in den diversen Industrien, immer wenn es Monopolstellungen gab und das nicht begrenzt wurde, ist das zulasten der Verbraucher gegangen. Und das müssen wir meiner Ansicht nach europäischen Politikern klar machen und wir müssen es der Kommission klar machen. Doch EU-Kommissar Joachim Almunia hat sich lange festgelegt und sieht keinen Grund, seine Entscheidung zu ändern. Es ist das erste Mal, dass wir uns als Wettbewerbshüter mit einer Suchmaschine beschäftigen. Das ist was Neues. Vor 50 Jahren kannten wir sowas noch gar nicht. Google ist nicht nur ein sehr starker Marktführer, sondern auch sehr stark im Verhandeln. Aber das sind wir auch. Wir sind nicht einfach. We are not easy.
Aber was wir jetzt als Verhandlungsergebnis haben, befriedigt all unsere Forderungen. Ich denke, dass meine Entscheidung von der EU-Kommission angenommen werden sollte, noch bevor im Oktober die Amtszeit dieser Kommission endet. In Berlin ist der Widerstand gegen den Google-Deal so groß, dass Almunia seine Entscheidung doch zurücknimmt, noch bevor seine Amtszeit als Kommissar zu Ende geht. Googles Aufsichtsratschef Erik Schmidt sieht nun Handlungsbedarf und kommt zum deutschen Wirtschaftsminister. Sigmar Gabriel sieht Googles Zugeständnisse im EU-Verfahren kritischer als der scheidende EU-Kommissar Almunia. Dass wir aus Deutschland heraus die Kommission sehr gedrängt haben, das Verfahren jetzt nicht abzuschließen, weil wir nicht glauben, dass das am Ende fair gewesen wäre, das ist kein Geheimnis. Und deswegen hoffen wir, dass wir jetzt zu weiterreichenden Verabredungen kommen. Gabriel hatte einige Wochen vorher die Kritik an Google weiter zugespitzt. Er brachte sogar eine Zerschlagung des Konzerns ins Gespräch. Derlei Kritik haben wir natürlich auch mit Verwunderung zur Kenntnis genommen. Aber wir sehen es natürlich auch als unsere Aufgabe heraus, hier den Dialog zu suchen. Wird Erik Schmidts diplomatisches Geschick den deutschen Wirtschaftsminister überzeugen? Auch Robert Mayer kommt, um vom Google-Chef Antworten zu erhalten. Bei der Politik hatte ich das Gefühl, dass das Thema einfach wegen Unwissenheit nicht präsent war. Natürlich wird viel Lobbyarbeit betrieben in dem Bereich, aber ich habe das Gefühl, dass Angela Merkels Aussage, das ist Neuland für uns, durchaus zutreffend war. Äußerer Anlass des ersten persönlichen Treffens von Gabriel und Schmidt ist eine Diskussion über die digitale Zukunft Europas. Robert Mayer nutzt die Gelegenheit und stellt die entscheidende Frage. Wenn Sie Ihre Produkte, die sehr oft sehr gut sind, aber eben oft auch gar nicht so gut sind, einfach nach oben stellen, nur weil Sie es können, wieso tun Sie das, wenn Sie doch tatsächlich so viele gute Produkte haben, wo Sie wirklich besser sind als der Markt? Natürlich müssen wir uns an deutsche Vorschriften und Gesetze halten und an all das, was Ihr Ministerium macht. Ich wüsste keine andere Antwort. Das ist fast nicht der Erwähnung wert, aber für mich ist es jetzt der Auftrag, zu gucken, ob wir das deutsche und europäische Recht so ändern müssen, dass wir in den Algorithmus reingucken können. Wenn Google selbst dafür Sorge trägt, dass qualitative Kriterien für die Frage entscheidend sind, ob man oben oder unten steht, dann brauchen Sie keine staatliche Regulierung. Wenn die Antwort aber lautet, ich halte mich an deutsches oder europäisches Recht, ist das die Aufforderung zu staatlicher Regulierung. Okay, let's go. Dann machen wir das. Kann die Politik die Kontrolle über den Internetriesen gewinnen? Wie lange kann Google seine geheime Macht noch ausspielen? Was die Fragen und die Antworten angehen, hat Erik Schmidt es mal wieder geschafft, wenig zu sagen und wie es so oft eben passiert ist, das meiste wegzulächeln. Erik Schmidt kann nicht zufrieden sein. Er hinterlässt Unsicherheit. Im Europäischen Parlament wird jetzt ein Antrag vorbereitet, der die Trennung der Suchmaschine von anderen kommerziellen Diensten Googles vorsieht. Solange es keine klare Regelung für den Monopolisten und auch für die Datensicherheit gibt, wird das Misstrauen gegen Google bleiben. Aber es liegt auch an den Verbrauchern, dass Google immer mächtiger wird. Googles Macht ist letztlich nur eine geliehene Macht. Jeder Verbraucher kann diese Macht durch sein Verhalten im Netz stärken. Oder auch nicht. Ich glaube, die Leute sind größtenteils sehr unbedarft. Ich würde mich gar nicht davon ausnehmen. Dann nutzt du das, dann suchst du dir den bequemsten Weg und die Chance irgendwie, was dein Leben in dem Moment scheinbar erleichtert. Und dann greifst du darauf zurück. Also ich glaube, dass man da wieder die Leute aufrütteln sollte, dass sie sich wieder mehr Gedanken machen. Und da muss man bei sich selber halt anfangen, ist ja klar.